Du hast ja mich im Interview gefragt, was die Leute hier gewinnen, außer Ruhm und hier Anerkennung und Bühne. Anerkennung und eine Trophäe. Ja. Ich habe gesagt, nicht. Und Schnaps. Richtig. Reicht ja auch. Also eine Transe braucht er nicht mehr als Schnaps, eine Zigarette und ein Penis. Du weißt schon. So, kommen wir zur nächsten Kategorie. Heißt bestes soziales oder politisches Projekt. Tatsache, wir da ja gerade bei den sozialen Projekten sind. Ja, ich hab das ja so ein bisschen von dir abgeguckt. Also ich bin ja jetzt so, wie heißt das? Soziologisch? Nee. Ich mach so ein bisschen auf Zeitung. Nee, auch nicht. Was willst du denn jetzt? Charity habe ich. Charity! Oh. Das ist ja einfach, das ist ja Charity. Wenn man nicht mehr weiß, was man machen soll, ist das Schmuckdesign, macht man Charity. Ich habe noch Sex. Ach so, ich habe aber gar nicht von Sex gesprochen. Aber wenn man nicht weiß, was man machen soll, da hast du keinen. Ich habe gerade sehr viel Sex im Moment, aber da reden wir jetzt nicht. Nee, die Parker will immer nicht über ihre Sachen reden. Ich möchte nicht über mein Privatleben sprechen. Mit dem Hund. Und der kann lecken, Leute, ich sag's euch. Aber wo wir ja bei der Charity sind, ja. Heute Abend, also wir wollen ja nicht euren Eintritt haben, wir sind ja sehr sozial angehaucht. Wir haben seit 3 Jahren, seitdem wir diesen Preis machen, eigentlich hat es ein bisschen vorher angefangen, ein kleines Projekt in Tansania. Ein AIDS-Waisen-Projekt in deinem Land von Tansania. Das weißt du nicht, das ist dein Part. Genau, das muss ich jetzt sagen. Also das ist im Land von Tansania, so in der Nähe, so quer rüber ist Sansibar, irgendwie so eine Insel. Und da haben wir eine kleine Patenfamilie und denen spenden wir diesen Erlös von Communities teilweise wieder. Ja. Das Projekt heißt Mgili. Kann man nicht aussprechen, wenn man Europäer ist? Genau, weil es so fast so ist wie Russisch und Polnisch zusammen. Richtig. Afrikanisch. Sehr, sehr viele Konsonanten hintereinander gereiht. Genau, das sind alles Kinder, die ihre Eltern durch, also die Eltern waren an AIDS erkrankt oder AIDS und sind daran gestorben. Und das sind die kleinen Bäumchen, die da übergeblieben sind und die da jetzt so Tagesmüttern gepflegt. Applaus. Da haben wir so eine kleine Familie, die unterstützt. Ob die wissen, was hier für Transvestiten dieses Geld sammeln, frage ich mich. Das wissen die, glaube ich, nicht. Ja, aber das ist denen, glaube ich, auch egal. Vielleicht gibt es ja auch so die eine oder andere. Ich glaube, die haben andere Sorgen, als Travestie zu machen, oder? Aber es ist sehr, ja, sehr aktuell und sehr, sehr modern. Dankeschön. Total süß von dir. Wir kommen zur Kategorie bestes soziales politisches Projekt. Fanfare. 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 Boah, Baka möchte eine Fanfare. Nominiert von euch in dieser Kategorie waren der Orden der Schwestern der Perpetuellen. Heute rein wir hier. Und auch da. Die Berliner AIDS-Hilfe. Ich weiß nicht, ob da jemand da ist. Und das Projekt Stoppt die GEMA-Tarifreform 2013. Your Disco Meets You. Ja.
Wir hatten da, soll ich sagen, wer gewonnen hat? Nein, noch nicht ganz. Nein, noch nicht ganz. Wir machen ja mal so einen kleinen Nochmal nur Fanfare, wir machen einen Einspieler. Nee, einen Einspieler. Nein, nicht nur Fanfare. Hallo. Also der... Wir haben ja heute nicht den Benny nur. Der Benny macht ja eigentlich nur das Licht. Achso, dann ist der Cutie, macht ja die ganze Scheiße am Ton. So eine Krawatte hab ich. Vielleicht braucht er auch mal einen Schnaps. Ein Einspieler, um was es geht. Hallo. Hier spricht die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, kurz die GEMA. Du kennst mich schon aus dem Internet. Ich sorge dafür, dass bei YouTube Videos für dich gesperrt werden. Jetzt habe ich mir was Neues ausgedacht. Demnächst dürft ihr auch nicht mehr tanzen. Ja, ganz richtig. Ab dem 01.01.2013 erhöhe ich die Tarife für den Laden, in dem du dich gerade befindest, um 900%. Das kann sich natürlich niemand leisten, aber was ihr macht, ist mir sowieso völlig egal. So, ich habe jetzt noch ein wichtiges Meeting. Tschüss, bis dann. Eure GEMA. Ja, wer es nämlich noch nicht mitbekommen hat, diese ganze GEMA-Scheiße, ich umreiße das mal ganz, ganz kurz, ja? Worauf soll ich denn jetzt warten? Ach, die meinte gerade gar nicht mehr. Die GEMA ist ja eine Musikrechteverwertungsgesellschaft, sag ich jetzt mal, ja? Und die sind dafür verantwortlich, das Geld für die Künstler einzutreiben, die in diversen Lokalitäten gespielt werden, unter anderem in Discos und in Bars. Sei es Live-Musik oder Musik aus der Konserve. Ja, bei uns. Auch hier im Rauschgold. Und die GEMA hat sich gedacht, mein Gott, wir haben gerade so ein bisschen wenig Geld. Dann sind wir einfach mal irreal und erhöhen unsere Tarife sehr, sehr stark. Ist uns ein bisschen egal, was da mit der Club- und Barkultur Berlins passiert. Hauptsache, wir kriegen die ganze Kohle rein. Und da gab es ja jetzt in den letzten Monaten schon diverse Aufruhr und Demos in Berlin, weil sich natürlich ganz, ganz viele Leute dagegen wehren. Weil, wenn die GEMA diese Tarifreform durchsetzt, dann müssen einfach auch sehr, sehr viele Clubs und Bars und alles andere schließen. Oder es müsste auf die Gäste umgewälzt werden. Das heißt, die Eintrittspreise würden horrend steigen und die Getränkepreise. Also das heißt irgendwie, der Schnaps kostet nicht mehr als jetzt, sondern der würde dann einfach mal 10 Euro kosten oder so. Das ist doch auch schick, oder? Hier kostet doch der Schnaps gar nichts. Ach, das stimmt. Ich bezahle hier nie. Naja, egal. So, und deshalb haben wir uns gedacht, überreichen wir den Preis an einen ganz besonderen Menschen, der mit diesem Thema doch relativ verbandelt. Genau, ich sag noch mal kurz, wie viele Leute, also von den 1632, die abgestimmt haben, nee, jetzt, wir sind dran, waren ja viel mehr, das waren die dafür abgestimmt haben. Das waren 70,6% haben dafür abgestimmt, dass nächstes Jahr das nicht passieren sollte. Also, dass wir weiter Spaß haben wollen und ihr Spaß haben wollt und auch die Getränkeindustrie viel irgendwie Gewinn machen soll und nicht alle pleite gehen soll und auch nicht Jurassic Parker nächstes Jahr arbeitslos. Ja, da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz dran. Aber wenn die ganzen Clubs zumachen, dann gibt es auch kein Tresenpersonal mehr, was arbeiten kann. Keine DJs, keine Runner, keine Geschäftsführer, keine Night Manager und was weiß ich alles. Da hängt nur die Herren Deluxe überlebt irgendwie in dem So, darf ich jetzt bitte meine Laudatio halten? Ach du, das war, ich dachte, das war das schon. Nein, jetzt kommt die Laudatio erst. Also die nervt mich heute schon. Das sind der Preis. Geht an einen ganz besonderen Menschen, für mich jetzt auch ganz persönlich. Jetzt wird's mal gerade ein bisschen emotional. Und zwar dieser Mensch, der ja, stellvertretend für diese ganze Antitarifreform-Sache diesen Preis heute entgegennehmen wird, der ist ja nicht nur ein ganz erfolgreicher
Veranstalter in dieser Stadt. Der hat nämlich seit mittlerweile 11 Jahren die Party Madonna Mania hier am Laufen. Zum anderen ist er auch seit, weiß ich gar nicht so genau, vielleicht einem halben Jahr oder so, der Geschäftsführer des schönsten Clubs Berlins, und zwar dem Schwutz. Und das ist der Marcel Weber. Komm doch mal auf die Bühne. Und jetzt bräuchten wir den Fall. Ja. Jetzt darfst du noch was dazu sagen zu der ganzen Scheiße. Ja, es ist natürlich ein wichtiges Thema und es betrifft uns alle, vor allem das Schwutz. Da kann ich ganz persönlich sagen, bei uns arbeiten über 70 Leute und wenn die nächstes Jahr alle nicht mehr arbeiten könnten, dann haben wir ein riesiges Problem und es würde mir tatsächlich wehtun, wenn wir das Schwutz schließen müssten. Dass das nicht passiert, da habt ihr jetzt alle die Möglichkeit, nächsten Donnerstag an dem bundesweiten Aktionstag teilzunehmen. Am 6.9. wird demonstriert vor der GEMA-Zentrale hier in Berlin. Seid ihr alle eingeladen ab 14 Uhr und ab 18 Uhr geht es dann auf den Kudamm. Da machen wir zusammen vom Schwutz, dem SO36, dem Südblock und dem About Blank einen Wagen. Und dann zeigen wir denen mal, was eine Harfe ist. Und vom Rauschgold natürlich. Und es ist total wichtig, dass ihr alle kommt, weil wenn es nächstes Jahr hier das Schwutz zumacht und alle anderen Clubs in dieser Stadt, dann sind wir, glaube ich, das Rauschgold und Chantal. Und Chantal. Nicht mehr, ne? Mein Gott, das wird auch der Ausschnitt. Und Chantal auch nicht mehr. Alle müssen zumachen und dann stehen wir da und dann haben wir nichts mehr von Tourismus und Kultur und dieser Vielfältigkeit und ihr habt irgendwie, ihr könnt zu Hause sitzen und Wasserschorle trinken. Wie heißt der nochmal? Florian Silbereisen könnt ihr dann gucken. Mensch, der hat viel Spaß. Ist das Thema freie Musik? Ja, es ist ein wichtiges Thema. Vielen Dank. Ich nehme es stellvertretend auch für diese ganzen vielen Menschen entgegen, die sich da engagieren und das ehrenamtlich machen und es seit Monaten und dagegen kämpfen, dass es eben nicht so weit kommt. Vielen Dank. Also da hängen ja auch ganz viele andere Vereine und Verbände noch mit dran, die Dioga und im Grunde Klappkommission, die haben ja alle dann. Die arbeiten dafür, aber im Grunde kämpfen wir ja dafür, dass unsere Kultur nicht stirbt. Ja, wir wollen das nicht. Nein, danke. Vielen Dank. Marcel Weber vom Schwutz.